Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zum Tagesorakel für Dienstag, den 13. August. Und ich freue mich, euch auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Natürlich schauen wir gleich nach, was ich zeigen möchte, was wichtig ist, welche Energien fließen. Wir schauen gleich mal, nachdem unsere kleine Singing-Ball, unsere Klangschale wieder erklungen ist, und wir uns wieder eingestimmt haben auf den Tag, auf die Legung. Natürlich bitte ich auch heute wieder die geistige Welt um Schutz, um Unterstützung, Beistand und um Führung für jeden Einzelnen von uns und natürlich auch für meine Legungen. Wunderbar. Und jetzt schauen wir gleich, welches Krafttier wird uns denn zur Seite stehen. Möchte uns hier Hinweise geben, Ratschläge erteilen vielleicht auch. Wir schauen einfach mal, welches Krafttier uns heute begleitet. Ja. Ein Krafttier bitte. Oh, hier fallen gleich mehrere raus. Okay, das ist interessant. Wir haben hier den Fuchs, den hatten wir erst. Es geht um Anpassung. Wir haben hier den Koala-Bären, sehr schön. Und es geht hier natürlich auch der Bär noch mit. Ja, es geht hier um, ich möchte sagen, Grenzen setzen, standhaft bleiben. Also anpassen, ja, passe dich den Veränderungen an, die hier gerade auf uns zukommen. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig. Haben wir erst gehabt, den Fuchs, ja, wo es hier wirklich um, ja, um diese Wandlungsfähigkeit geht, ja, diese Denk- und Verhaltensmuster vielleicht mal zu hinterfragen, wo man so festgefahren ist, wo man vielleicht wirklich drinsteckt und nicht loskommt. Und darum geht es hier, vielleicht mal neue Möglichkeiten zulassen, ja, und vielleicht auch mal darauf vertrauen, wenn man im Fluss des Lebens ist, dass es wieder fließen kann. Also, das ist sehr wichtig, sich auf etwas einlassen. Der Fuchs ist ja auch ein sehr flinkes Tier, möchte ich sagen. Er nimmt alle Möglichkeiten, die sich ihm bieten, an. Ja, und das sollten wir vielleicht auch tun. Anschauen, welche Möglichkeiten bieten sich jetzt uns gerade. Und diese Veränderung annehmen. Ja, wir sind ja im Wandel. Und hier haben wir auch den Koala mitempfinden. Rede weniger und hör mehr zu. Es scheint so, als würden viele Leute ziemlich viele Worte machen. Viel mehr als nötig. Ja, von außen ist es ja Wahnsinn, was da alles los ist. Jeder hätte einen anderen Vorschlag und einen anderen Rat und andere Meinungen und. Dabei ist es einfach ganz wichtig, ja, sich auf seine Gefühle zu verlassen. Ja, die in dir schlummern. Weil ein alter Sprich lautet, sei still und wisse, dass ich bin. Ja, du bist nämlich. Ja? Also rede weniger und du wirst viele Gelegenheiten finden, nicht nur zuzuhören, sondern vielleicht auch wirklich lauschen, wo sich hier wirklich etwas auftut, das auch gebräuchlich ist. Es klingt vielleicht merkwürdig, aber man kann auch in der Stille hören. Ja? Viele reden und reden und vielleicht hörst du etwas dahinter, was man sonst, wenn man nicht in Ruhe lauscht, nicht hört. Weil hinter jedem steckt nämlich vielleicht etwas anderes, als sie aussprechen. Ja? Also lerne auf ganz andere Weise, stell vielleicht auch andere Fragen und nutz lieber deine Ohren und Augen und die übrigen Sinne für die innere Anbindung, um hier wirklich dann auch, ich sage mal, bei dieser Veränderung agieren zu können, ja. Natürlich braucht es ein tiefes Verständnis, ja. Eine gewisse Ruhe der Koala geht ja auch langsam und behäbig auf sein Ziel zu. Ja, er hat hier keine Eile. Ist nicht seine Art. Vielleicht ist es auch das hier. Behäbig, hinterfragend, ruhig voranzugehen, sich den Veränderungen anzupassen, auch Grenzen zu setzen, wie der Bär hier tut. Auch der Bär kann auch sehr gut Grenzen setzen, standhaft bleiben. Wenn von außen so viel auf einen einströmt, dann hör auf dein Gefühl. Ja, lass dich nicht irre machen, möchte ich schon sagen. Im Gegenteil, bleib standhaft, sei du selbst. Weil im Grunde deines Herzens weißt du, ja, was zu tun ist. Und sag auch mal wirklich Nein,
Ja, wenn jemand deine Grenze, sage ich mal, überschreitet, da darfst du ganz selbstbewusst und stark wie ein Bär auftreten, ja. Du hast ja nämlich die Kraft und die, ja, die Kraft, möchte ich sagen, selbst Grenzen zu setzen, ja. Voller Selbstbewusstsein hier zu sagen, nee, sei du mal dominant und sag, nee, das ist hier nicht mehr erwünscht bei mir, ja. Also Veränderung. Ja, offen sein, was kommt, heißt aber nicht, dass du alles annehmen musst, aber du sollst offen sein und dann abwägen, hinterfragen, ja, vielleicht mal auch auf die stillen Details achten, die ja, unterschwellig ausgesprochen werden. Das wäre hier nochmal wichtig heute und bei allem, was es gibt. Ja, du musst nicht bei allem Ja sagen. Setz auch Grenzen und sag mal Nein. Finde ich jetzt ganz gut. Jetzt möchte ich natürlich auch die Akasha-Chronik dazu nehmen, was hier sich zeigen möchte. Interessant. Hier haben wir Beziehungen. Deine Beziehung zu anderen spiegeln deine Beziehung zu dir selbst. Ja, wenn du bei allen anderen immer Ja und Amen sagst, ja, ist es das, was du möchtest? Das bist du? Oder trittst du hier selbstbewusst auf, stark, kräftig, selbstbewusst, mutig und sagst, ich stehe zu mir, leidenschaftlich zu mir, ja, standhaft, ich weiß, was ich will? Oder lässt du dich hier von allen anderen, sag ich mal, in gewisser Weise führen? Heißt jetzt, es ist Zeit, wirklich die Führung über das eigene Leben zu übernehmen bei diesen ganzen Veränderungen, die jetzt geschehen. Jetzt hast du Möglichkeiten, die werden dir gegeben. Ja? Aber du sollst entscheiden und nicht jemand anders. Jetzt schauen wir natürlich auch noch die lichte Kraft der Engel. Ja, schau mal deine Beziehungen an. Wo hörst du zu? Wo ist viel Gerede um nichts vielleicht auch? Jetzt in Zadkiel. Wandlung, ja, Veränderung, Wandlung. Du kannst alles in dein Leben wandeln. Wir wandeln über die Welt in ein Feld unendlicher Energie. Wandle die Energie in Liebe, Freiheit und Kraft. Vergib und lass los, ja, was nicht zu dir gehört. Setz Grenzen. Sehr schön. Ich möchte hier natürlich auch noch mal ein lichtvolles Engelchen dazu nehmen. Es geht hier einmal darum, um Reinheit. Nimm ein Bad für Körper und Seele. Übergib alles, was nicht der Freude dient, den Helfern der Göttin. Und Freundschaft. Erhalte die Freundschaft, indem du selbst Freundschaften pflegst. Ehrlich und mit Humor. Und diese sollten wirklich gefördert werden. Finde ich auch sehr schön. Jetzt schauen wir natürlich auch, was uns die Lernkarten noch mitgeben möchten. Gut. Sind einige Karten. Eines runter, Moment. Ja, Neubeginn ist runtergefallen, seht ihr das? Also hier geht es wirklich um Neubeginn. Etwas steckt noch in Kinderschuhen. Was mit einem Neubeginn mit Sicherheit im Leben unerwartet, überraschend. Das Wachstum im Leben wird immer mehr. Was hier auf dieser Seite liegt, wird mehr heißt. Überraschend, unerwartet. Ich möchte sagen, unerwartet Wachstum mit Sicherheit ein Neubeginn. Im Leben, ja. Überraschend, unerwartet Harmonie, Frieden, Ruhe, ja. Und ich möchte sagen, hier zeigt sich auch, du hast deine Lernprozesse erfolgreich gemeistert, sehe ich hier. Es ist dein Lebensplan. Jetzt darfst du einen Neubeginn starten, mit Sicherheit einen Neubeginn, mit Sicherheit eine Neusicherheit im Leben. Auch das zeigt sich hier. Und das kommt unerwartet. Harmonie, Ruhe, Frieden. Ja, finde ich schon sehr, sehr schön. Also, bleib standhaft, bleib du selbst, würde ich sagen. Wandlungen zeigen sich hier im Leben, mit Sicherheit Neubeginne werden sich hier zeigen. Und mit Sicherheit, entschuldigt, und mit Sicherheit wird sich hier etwas wandeln.
werden hier auch neue Projekte, die du startest, hundertprozentiges Gelingen angezeigt. Lösungen im Leben zeigen sich, ja. Also bleib standhaft, aber sei offen für Veränderung, ja, für eine neue Sicherheit vielleicht auch, die hier unerwartet auf dich zukommt, die dir Frieden, Ruhe bringt, weil du hier vielleicht deinen Lebensplan folgen darfst, deine Prüfung bestanden hast, weil du hier dein Schicksal auch folgst. Ja. Gehört hier auch mit dazu, Veränderung und Wandel. Das Leben ist ja Veränderung und Wandel. Ja, im Großen wie im Kleinen. Momentan haben wir auch das im Großen, im Außen. Also lass dir hier nichts einreden. Ja, handle eigenverantwortlich. Ja, das ist wichtig. Sorg du für Ruhe vielleicht auch mit, für Frieden in der Welt. Jeder kann hier seinen Teil dazu beitragen. Ja. Auch vielleicht wichtig und sei ein Sozial, ja, im Sozial kann es natürlich Einschnitte geben, aber dann sei du derjenige, der hier für Wachstum sorgt, der für Sicherheit sorgt, im Kleinen vielleicht, ja, auch das ist ja möglich, das zeigt sich ja auch, ja. Tolle Botschaften, finde ich, ja, das Leben wandelt sich gerade, da sollten wir ein Teil davon sein und die Chance nützen. Alles Liebe, alles Gute, Namaste.